Es gibt viele Wege nach Rom. Die einigen sind vielleicht etwas länger, die anderen kürzer, aber der optimale Weg, um ein Rohr zuzuschneiden bzw. ordentlich einzuzeichnen, ein Tipp von mir, bekommst du heute verpasst. Und wir legen los. Wenn wir schnell ein Rohr zuschneiden wollen, haben wir im Hinterkopf, wie wir es grob machen können. Das heißt, wir haben Lineal und da können wir schon ein bisschen so den Abstand anzeichnen an mehreren Punkten. Dann können wir solche Hilfsmittel nehmen, wie zum Beispiel hier in meinem ersten Versuch. Wenn ich jetzt einfach nur einen Zollstock habe, was mache ich dann? Ja, mit dem Zollstock. Ich zeichne es ein, muss dann halt viele Markierungen machen, damit ich den Weg nicht verliere, dass ich möglichst gerade schneide. Die Winkelscheibe, also die Scheibe, die Trennscheibe von einem Winkelschleifer, die hat ja auch einen gewissen geraden Weg. Ja, da kannst du dich orientieren, dann wird das schon okay sein. Ja, aber es ist umständlich, wie man sieht, mit dem Zollstock. Aber wenn wir nichts anderes haben, ist das halt so. Gehen wir weiter, gehen wir einen Schritt weiter. Welche Möglichkeiten haben wir auf der Baustelle oder in der Werkstatt? Wenn wir keine professionellen Sägen da haben, dann können wir natürlich etwas Klebeband nehmen. Ja, und mit dem Klebeband das Ganze einkleben. Ist ja auch relativ breit, können wir ziemlich genau einkleben. Das Problem, was wir jetzt hier haben, dass das Ganze etwas fummelig wird, ja, dass es sich dann wieder nicht leicht lösen lässt, dass Klebereste übrig bleiben, dass ich das Rohr dann nachbearbeiten muss. Es ist halt auch hier in dem Fall nicht so ideal. Es ist ziemlich fummelig, wenn du das schon mal gemacht hast, wirst du es wiedererkennen. Keine gute Lösung, wäre aber eine Option. Falls wir mit einem Klebeband arbeiten, wenn wir eingezeichnet haben, das Klebeband sofort entfernen, weil diese Klebereste, die werden auf längere Zeit dort verweilen und dann hast du echt Schwierigkeiten, das wieder loszumachen. Also das wird dann nicht so schön, musst du halt sogar vielleicht runterschleifen. Machen wir weiter. Welche Möglichkeiten haben wir noch zur Verfügung? Wir könnten auf die Idee kommen, das Ganze mit einem Seil machen oder mit einer Schnur. Was habe ich da für ein Problem? Ich kann das zwar ordentlich umlegen, kann so grob das Ganze vorzeichnen, aber wenn ich mich mit dem Stift dagegen abstütze, dann rutsche ich ja sofort ab. Logisch, auch keine ideale Lösung, um da ordentlich was einzuzeichnen. Also gehen wir ein Stück weiter. Was haben wir noch zur Verfügung? Wir haben ein Maßband. Das ist ja auch relativ lang, flexibel. Können wir das nicht über ein Rohr legen? Doch können wir schon, aber es liegt da auch wiederum nicht ideal um das Rohr herum. Ich muss das irgendwie mit einer Hand festhalten. Und wenn ich dann versuche, das einzuzeichnen, werde ich merken, dass das auch nicht so optimal ist. Also auch keine super Lösung. Und jetzt habe ich eine richtig geile Lösung für dich. Ein Tipp, ein Magnetband. Ganz easy. So ein Magnetband hat fast jeder Haushalt, das ist schnell zu bekommen, das ist nichts Wildes. So sieht das in der Regel aus, das ist ein Magnetband, das bleibt überall auf Stahl kleben. Na, ganz easy. Und der Vorteil von so einem Magnetband, es hat irgendwo eine Festigkeit, es hat irgendwo eine Breite. Das heißt, wenn ich um ein Rohr gehe, habe ich richtig geilen Stützpunkt. Ja, das heißt, ich kann mit dem Stift dagegen gehen und schön einzeichnen. Jetzt habe ich das Rohr, wie man hier in mehreren Beispielen sieht. Ja, wir haben mehrere Anwendungen getestet. Das Ganze angezeichnet, Magnetband drum, geht ganz schnell, ganz easy. Du hast drei Punkte, an denen du dich orientierst. Das Magnetband kann ja nicht den hier machen. Na, wenn es am Rohr anliegt, kann es ja den hier nicht machen. Deswegen ist das eine sehr praktische, geile Lösung. Einmal ums Rohr herum. Schön sauber einzeichnen und wieder abmachen. Wir können dieses Magnetband auch auf einem Aluminiumrohr nutzen. Ein Aluminiumrohr ist natürlich nicht magnetisch, da wird das Magnetband nicht so toll liegen, aber das Magnetband hat den Vorteil, dass es auf sich selbst liegt. Das heißt, wenn ich das um ein Aluminiumrohr gelegt habe, habe ich hier doch einen relativ geraden Kreis und kann es auch da einzeichnen, muss es nur mit einem Finger etwas festhalten. Wenn ich das nicht optimal mache, kann das Ganze natürlich auch verrutschen, dann wird die Zeichnung oder das Anzeichnen nicht so optimal. So. Also Stahlrohr genommen, Magnetband drauf, einmal durchgeschnitten und wir sehen, sofort ein perfekter Schnitt gelungen. Kein Hexenwerk. Und das war mein Tipp für dich. Vielleicht kennst du das schon. Übrigens, ich kannte das schon länger, aber ein Bekannter hat mich da drauf gebracht, der Tim Budesheim, der hat nochmal gesagt, Igor, Magnetband, das ist eine coole Sache, probier das mal aus. Und deswegen habe ich das mal für euch gezeigt. Ich finde, das ist ein mega Tipp. Das sollte jeder haben. Was denkst du darüber? Schreib mir bitte einen Kommentar. Daumen hoch, abonnieren. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Ciao.